So, Freunde und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen SXP Gamesport. Euer Sonic ist hier am Start und wir spielen heute Beetle Adventure Racing von 1999. Das Ganze noch von Electronic Arts auf der Nintendo 64. So, dann gucken wir mal rein. Das Ganze kann man natürlich bis zu zwei Spieler zocken. Es gibt Käferkampf, den man im Zweispieler-Modus machen kann. Und wir gehen natürlich in den Einspieler rein, denn ich zocke das hier Ganze jetzt hier alleine. So, Einzelrennen. So, komplettes Feld. Machen wir auf einfach. Und jetzt können wir uns hier auch eine Strecke aussuchen. Haben wir einmal Coventry Cove und Mount Mayhem. Können wir ja beide Strecken fahren in dieser Ausgabe. So, Wagen können wir auch auswählen. Ich würde sagen, nehmen wir den roten. Na? Und das Ganze automatisch. So, wenn Sie ein Rumble Pack verwenden möchten, stecken Sie es mit dem Controller ein. Alles klar, drücken Ja oder um Start fortzufahren. Alles klar, wir setzen natürlich fort. Na, und dann gucken wir auf jeden Fall mal. So, Freunde, dann geht's jetzt auch los. Dann wollen wir mal. Na gut, den Start haben wir jetzt nicht so gut hinbekommen. Aber wir gucken mal, dass wir hier gut durchkommen. So, verschiedene Perspektiven haben wir natürlich auch. Und es soll hier auch auf diesen Maps viele verschiedene Wege geben, die man fahren kann. Hier zum Beispiel hier durch die Tankstelle oder so durch. Und man kann hier auch verschiedene Boxen aufsammeln, die wahrscheinlich Power-Ups oder so sind. Ich weiß es nicht mehr. Schon viel zu lange her. Wie gesagt, das Spiel ist von 1999 und ich habe das zuletzt 2000 oder so gezockt. Es ist mir auch ganz spontan wieder eingefallen, das Spiel, wo ich das mal per Zufall gesehen hatte. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Weg, wo wir langfahren können. Einmal durch einen Tunnel hier von der Eisenbahn. Das fand ich als Kind auf jeden Fall immer ganz nice. Dass es hier halt so zig verschiedene Wege gibt, die man nehmen kann. Aber wir gucken mal, was es hier noch so zu entdecken gibt. So, jetzt haben wir ein bisschen Nitro bekommen. Auch nice. Und ich glaube, hier oben bei der Scheune, die jetzt kommt, dass man da durchfahren kann. Gucken wir mal. Jawohl, da kann man durchfahren auf jeden Fall. Na, gucken wir mal, dass wir hier vorbeikommen. Hier haben wir noch irgendwie einen Stollen, wo man durchfahren kann. Eine Mine oder sowas. Sehr cool. Und da können wir auch einen Jump machen. Sehr nice. Ja, ich muss sagen, solche Spiele vermisse ich heutzutage so ein bisschen. So einfach so klassische Arcade-Games. Da oben kann man wahrscheinlich auch durchfahren durch die Höhle. So ein Spiel, sag ich mal, in einer Neuauflage wäre ja auch nicht verkehrt. Als Remake oder sowas. Ja, komm. Alles gut. So, kommen wir hier hoch? Nice. Und wir kommen nicht rüber. Auf jeden Fall drei Runden hier das Ganze. Aber wir probieren auf jeden Fall mal die unterschiedlichsten Wege mitzunehmen, Freunde. Na, zweite Runde. Und da kommt schon der nächste. Kann man hier auch lang fahren? Jo, hier kann man auch lang fahren. Tatsache, krass. Nice. So, lassen wir uns natürlich nicht nehmen.
hier gut, sag ich mal, durchzukommen. So, ist natürlich weiterhin hier kaputt, das Ding. Da haben wir noch eine Kiste bekommen. Aber wofür die jetzt genau ist, weiß ich nicht. Da unten kann man, glaube ich, auch noch langfahren irgendwie. Müssen wir gleich mal gucken, bei der nächsten und letzten Runde. Jetzt fahren wir mal hier lang. Ja, genau, kommt man hier raus, okay. Dann hier durch den Tunnel durch. Ich wollte hier lang. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall bei der nächsten Runde probieren durchzukommen. Na, jetzt aber hier. Nice. Leider nicht die Box erwischt. Frage, wo geht's weiter? Hier geht's auch noch weiter. Ja, finale Runde. Ja, sind wir wieder auf dem zweiten Platz. Jetzt müssen wir den grünen, glaube ich, noch einholen. Besser. Ja, wir fahren hier nochmal durch. Sehr gut. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir, sag ich mal, so grob es geht, die anderen Wege noch mitkriegen. So, das andere war hier irgendwie gewesen. Und da sind wir ins Wasser gefallen, alles klar. Na gut. Dann halt nicht. Aber vielleicht schaffen wir das jetzt hier ja, wo dieser Höhlengang war oben. Dass wir da, sag ich mal, rechtzeitig drauf kommen. Jawohl, nice. Alright, okay. Ist das jetzt ja auch eine andere Route? Kommt mir jetzt gerade so anders vor. Ja, ne? Das haben wir auf jeden Fall auch gut gemacht. Ah ja, und da haben wir den ersten Platz gemacht. Sehr cool. Nice. So. Nice. Weiter geht's. Spiel speichern. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, neue Strecke, ja. Dann nehmen wir jetzt die andere Strecke auch noch mit. Die Mount Mayhem Strecke. Mal gucken, ob ich die vielleicht von damals wiedererkenne. So, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal den gelben. Und da würde ich sagen, starten wir mal rein. Let's go. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und los geht's. Bin ich ja mal gespannt, was wir hier so entdecken. Mount Mayhem. Auf jeden Fall ein Helikopter haben wir jetzt gerade gesehen.
Ob es, sage ich mal, hier dann auch noch ein paar andere Wege gibt. Aber das sieht ganz danach aus. Ja, sind wir erstmal im Schnee. Merkt man auch ein bisschen vom Handling, ist auf jeden Fall rutschig. Ja, Kiste nehmen wir mal mit. Und dann driften wir erstmal hier durch. Alter! Ein bisschen James Bond Action hier. Krass. Wow. Jetzt sind wir erstmal hier von der Strecke abgekommen. Ich bin mir sicher, es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen Weg, den man hier nehmen kann. Ist halt eine Frage, wo, ne? Da oben kann man wahrscheinlich auch noch lang fahren durch die Höhle. Was war das denn? Alter, heftig. Ich würde sagen, fahren wir mal hier oben lang, wenn das geht. Gucken wir mal. Ja, kann man machen. Na, falsche Richtung. Sind wir natürlich letzter. Aber vielleicht können wir auch noch ein bisschen was aufholen. Hier haben wir auch wieder zwei Routen. Jo, alles klar. So, und raus aus dem Schnee. Da geht's auch noch weiter. Aber ist auf jeden Fall nett gemacht, muss ich ja sagen. Guck mal, jetzt sind wir hier nämlich von der anderen Straße wieder gekommen. Können wir bestimmt hier lang fahren, ne? Sollte man bestimmt durch das Haus durchfahren oder sowas, kann ich mir vorstellen. Aber dafür probieren wir das Ganze ja aus, ne? Dafür probieren wir das ja alles aus. Genau, da hätte man bestimmt auch noch abbiegen können. Aber gut, gucken wir erstmal. Oh, dass wir hier nicht wieder runterfallen. Aber bis jetzt sieht es ja wieder ganz gut aus. Dritter Platz. Nehmen wir noch ein paar Kisten mit. Und durch die Kristallhöhle. Ja, diesmal fahren wir mal unten lang. Diesmal fahren wir unten lang. Alter. Oh shit. Das war knapp. Fahren wir mal hier lang.
So. Und wir sind erster Platz. Nice. Letzte Runde. Oben kann man wahrscheinlich auch lang fahren irgendwie. Na, ja, die Stelle kennen wir ja. Und ich glaube, wo war es? Hier, ne? Lass mal hier durch. Geht's ja auch anscheinend durch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht, wenn man andersrum fährt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da lang fahren kann. Aber gut. Gucken wir mal, dass wir erstmal hier wieder aufholen. Ah, dieser Eisblock wieder. Wahrscheinlich, wenn man da irgendwie lang fährt oder so, ich weiß es nicht. Ja, wieder durch die Kristallhöhle. Aber auch hier scheinen sich die Routen wieder zu ändern. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, hier sind wir nämlich noch nicht lang gefahren. Das finde ich ganz cool. Das haben die gut gemacht. Also Electronic Arts, falls ihr noch die Rechte an dem Spiel habt oder sowas. Oder an der Marke. Macht da auf jeden Fall mal irgendwie ein Remake oder so von. Ist auf jeden Fall interessant, dass dann online und so verknüpft. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, bin ich jetzt auch erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video oder Livestream hier auf SXP Game TV. Euer Sonix und ciao Leute, bis dann.